Jetzt sehen wir Paar 04, Skiweltmeisterin Michi Kirchgasser und Vadim Garbusow. Ja, und die Michi und der Vadim, die kommen jetzt als Figuren einer bekannten Comicreihe aufs Parkett. Und wie Sie an den Kostümen schon gleich sehen werden, da geht's eher nicht um Bussi Bär und Bello. Nein, die beiden, die entführen uns gleich ins düstere Batman-Universum. Also unser letzter Tanz war der Tango. Ja. Sie haben sich nicht nur verbessert, sie haben sich verändert. So, das finde ich eigentlich genial. War echt so richtig so, ja. Geil. Ja, war echt, war geil, ja. War cool. Ach. Danke schön. Genau. Punkte. Unsere höchste Punktezahl. 25, 26. 26 werden es diese Woche. Diese Woche tanzen wir Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha-Cha-Cha. Bist du excited? Ja. Er ist im Gegensatz zu Tango komplett überdrüber, freudig, crazy. Sind wir richtig verrückt geworden? Unsere zwei Charaktere. The Joker. Oh, yes, yes, Joker, come here, baby. Und Harley Quinn. Harley ist die Halloween-Version von Pippi. Die ersten Versuche mit dem Thema Verrücktheit waren, ob die Michi überhaupt irgendwas Verrücktes gemacht hat. Irgendein starkes Besäufnis, hast du irgendwas geklaut? Nein, nichts geklaut, Besäufnis. Nein? Nein, ich glaube, ich bin, was das betrifft, fad. Mach einmal ein verrücktes Lachen. Ich glaube, der erste Locher, den Verrückten, den ich gemacht habe, das war irgend so ein Gequake nach oben. Probier. Ah, ich schäme mich einfach am Anfang nur. Es quietscht ein bisschen, aber lass es aus. Ich möchte meine verrückteste Harley zeigen. Deshalb, weil Vadim in dieser Joker-Rolle so gut aufgeht und ihm das so gefällt. Und ich glaube, dass ich am meisten Danke sagen kann, wenn ich eine coole Harley spiele. Die kloppert jetzt an. Gut, continue. Paar 04 tanzt einen Cha-Cha-Cha. Michi Kirchgasser und Vadim Garbusow. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you play along. Let her lead you on. Der Joker und Harley Quinn,
Auch von euren Nichten und Neffen gab es Applaus, haben wir gerade oben gesehen in der Einspielung. Das meine ich, ja. Und Michi, du durftest jetzt endlich am Vadim herumtrampeln. Wie war's? Hat Spaß gemacht? Heiß. Naja, am Anfang eigentlich nicht, weil ich gewusst habe, ich mache es mit Steckerschuhen und ich wollte ihm nicht wieder. Aber für das ganze Techniktraining, was er so macht, war es auch keine Genugtuung. Ja. Und ich spür's. Du hast es gespürt. Was man gut sehen kann, muss ich sagen, obwohl wir Abstand halten, du hast kein Brusthaar mehr. Hast du es rasiert? Genau, extra. Es hat eine ganze Nacht gedauert. Und ich habe eine Verstopfung in der Badewanne. Aber es ist, was es ist. Es ist, was es ist. Schauen wir mal, wie es der Dame in unserer Jury gefällt. Carina. Erstaunlich eigentlich, wie sie sich weiterhin verändern und verbessern. Hätte mir heute niemand gesagt, dass sie das sind, hätte ich 10-mal raten müssen, wer das wohl war. Okay. Wow, viel Arbeit. Danke, danke. Und wissen Sie, es ist so leicht, wenn man eine Schauspielerin ist oder Ballerina oder Sängerin oder jemand, der ständig auf der Bühne gestanden ist, vor vielem Publikum live. Das ist so leicht, das zu imitieren oder viel, viel leichter zu tanzen. Aber Sie als Skifahrerin, also das ist echt unglaublich, was Sie da vielen lieben jetzt Dank geboten haben. Und danke an Vadim auch für die tolle Choreografie und für die tolle Idee und für Kostüm. Und das natürlich, die Musik war amazing. Unglaublich. Danke, Carina. Ja, sie war sehr begeistert, fast, dass ihr die Worte fehlen. Bei dir, Dirk, wie ist es angekommen? Ja, ich bin auch vollkommen begeistert. Also das war auch das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Und du bist, Michi, irgendwie ausgewechselt. Du bist viel lockerer. Ja, ich muss sagen, ich habe Baseballschläger in der Hand hüft. Ach so, siehst du. Und dann muss ich auch sagen, Kostüme sind natürlich toll. Vadim hat wieder eine super Choreografie gemacht. Und du siehst aus wie Anfang 20. Bist du in irgendeinen Jungbrunnen gefallen? Kannst du mir mal sagen, wo der ist? Ja, das macht fit und macht jung. Das macht vielleicht genau. Jünger. Also heute fand ich das wirklich auch das Beste, was ich je gesehen habe von euch. Ganz fantastisch. Ja. Ganz tolles Feedback bis jetzt. Bolasch. Was hast du mit meiner Blume aus Filzmoos gemacht, Herr? Das ist die Halloween-Version davon. Ach so. Sie war schüchtern. Zart. Zart, lieb und leise. Und jetzt ist sie ordinär, laut, flirty und sexy. Aber sie ist nicht ordinär. Wer versteht denn sowas? Aber sie ist doch nicht ordinär. Danke. Also nicht ordinär. Sexy. Den Outfit nimmt sie bestimmt mit nach Hause, oder? Bolasch, das können wir so stehen lassen? Oder möchtest du noch was hinzufügen? Na. Auch dir fehlen die Worte. Ja. Schön, dich mal so zu erleben. Dankeschön an die Jury. Bitte. Das Dankeschön. Ist euer Applaus. Danke, Michi danke. Und Vadim. Damit diese Nacht vor Halloween für Michi und Vadim kein Albtraum wird, aber ich glaube nach dem Juryurteil nicht, sondern damit das Ganze ein Happy End hat, zählen die beiden natürlich auch auf ihre Unterstützung von zu Hause. Anrufen oder SMS schicken, sehr gerne an die 09010 59 09 04. Machst du glücklich, haben die Jury? Ja, schon sehr. Eigentlich schon, ja. Ich muss dir gratulieren, erst einmal, weil du den Baller sprachlos gemacht hast. Erstaunlich, der war wirklich. Aber alle, wir haben ja bei den Proben schon zugeschaut, boah, was ist da passiert? Schock. Ich weiß nicht, was du ihr gibst, aber es gibt es ja weiter. Es ist großartig. Schnaps. Da kommen wir noch drauf zurück. Und dann wirklich, Pippi Langstrumpf, du hast ja ein Foto von diesem Kostüm, von diesen Zöpfen ins Internet gestellt. Genau. Und die Leute haben aber nicht auf Harley Quinn getippt, sondern haben alle gesagt, Pippi Langstrumpf ein bisschen kreisig. Genau, ich habe gefragt, was glaubt ihr, was ich diese Woche machen werde, Pippi Langstrumpf oder Harley Quinn. Und vielen Dank an meine lieben Fans, es waren 73% die Pippi Langstrumpf. Ja, ist ein bisschen anders geworden, aber ich glaube, es hat trotzdem, oder hoffe halt, vielen gefallen. Ich muss sagen, ich bin die ganze Woche mehr und mehr in die Rollen eingeschlupft und seit ich dieses Kostüm trage mit dem Baseballschläger, ist es mehr und mehr geworden noch. Also, nein, ich muss allgemein sagen,
Es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, heute oder gestern schon, wenn ich beim Proben zugeschaut, ich habe das Gefühl, jetzt sind doch alle in der Show angekommen, oder? Total. Also es ist einfach wirklich Woche für Woche und es ist schon mega cool mit den ganzen Kostümen da. Du kannst, wenn man es jetzt nicht gewohnt ist, jemanden anderen spielen, am Anfang ist es schwierig, weil du halt denkst, um Gottes Willen, was denken sie die Leute? Und dann hast du die Kostüme an und, nein, und dann, hast aber, dann ist es aber wurscht, weil auf einmal kickst du rein und es ist cool und aus. Ja. Jetzt hören wir auf zum Reden. Wir wollen unbedingt wissen, wie viele Punkte es gibt jetzt. Hallo. Und wenn nicht, geh hin im Fußballschläger. Also dann holen wir uns mal die Punkte ab, wenn nicht, prügeln wir sie raus aus unserer Jury. Der Cha-Cha-Cha, Dirk Hardemann. Es war nicht ordinär, es war jugendlich und sehr sexy. Yay! Eine 9. Karina Sakisova. Einfach fantastisch. 10. Und Dirk Heidemann. Pardon, Bola Schecker. Das siehst du, da fehlen dir auch die Worte. Ich verdränge die Worte. Es war echt gut, aber vielleicht geht's noch besser. 9. Ein persönlicher Rekord für euch, 28 Punkte und da brauchen wir nicht einmal den Schläger dafür. 28 Punkte, du siehst, was ein Baseballschläger hilft. Nein, wirklich großartig. Danke, setzt euch nieder. Entspannt euch nicht zu grausam, weil bald ist es soweit.